Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 1939 DLC Saarbrücken-Mission am 12. September 1939 und huch, es ist spannend, muss man sagen. Er hat jetzt hier nochmal Verstärkung ins Feld geführt, ne? Diese 4x17 Infanterieeinheiten, boah, das wird echt knifflig. Und das Hauptziel sollte jetzt immer noch sein, zu verhindern, dass er über den Fluss kommt. Ne? Also das Primärziel sind eigentlich einerseits die Einheiten immer wieder aufzufrischen und einfach ihn auflaufen zu lassen und auf der anderen Seite ihm wirklich anzufangen, hier die Brückenpioniereinheiten zu zerschießen, damit er nämlich gezwungen ist, wirklich an den Brückenaufgängen zu, über den Fluss zu kommen. Denn, ja, dann können wir das, glaube ich, ganz gut verteidigen. Wir sind ja, glaube ich, wie immer am Anfang erstmal bei einem Rundenwechsel. Hier, der Bunker kann nichts machen. Nö. Gut, der ist immer noch eingekesselt, was halt scheiße ist. Und wir haben die Einkesselung auch noch nicht aufgehoben. Naja, gut, okay. Wir machen mal den Rundenwechsel. Die roten Flugzeuge müssten dann eigentlich abstürzen, weil er keine... weil er keinen Flugplatz mehr hat. Ich hoffe ja, dass er dann nicht auf den, bei den blauen einfach landen kann. Das wäre doof. Sieht wieder seine Artis nach vorne. Wenn die Artis wechseln, wird es besser. Wow, okay. Er zieht die Arti auf das Brückenfeld. Und jetzt wird es langsam spannend mit den Brückenpionieren. Der Bunker müsste jetzt rausgehen, nehme ich mal an. Er setzt sich eins daneben. Wow. Diese 17er Pioniere, die machen mir eigentlich am meisten Angst gerade. Oh Gott, da kommt noch mehr. Und hier sind zweimal Brückenpioniere. So, was macht er hier? Er zieht sich zurück, greift jetzt hier an und greift dort an. Jo, da gehen die Roten raus. Au, da steht noch ein Bunker. Scheiße. Das heißt, er kann mit der einen aber auch wunderbar wieder... warum steht hier unten noch ein Bunker? Und warum sagt mir keiner, dass der Bunker auch Artillerie hat? Da kann man natürlich hier... Oh, nein, das wäre... Really? Oh, wow, die Bunker haben Artillerie. Warum sagt mir das keiner? Oh, toll. Das macht es natürlich einiges einfacher. Gut, dann fangen wir mal hier drüben an. Schießen wir jetzt erstmal die... die Arti hier raus. Mit der kann er sich nämlich nicht zurückziehen. Genau, die ergibt sich auch. Das ist perfekt. Wenn ich... Oh, die Bunker haben Arti... Alter, woher? Scheiße, guten Morgen. So, er kann hier die Brückenpioniere. Er kann auf den Bunker. Auf den Panzer. Ja, okay. Gut. Dann geht's hier weiter. Wobei erstmal... mit ihm. Wobei, den müssen wir eigentlich, können wir auch ignorieren. Wir müssen da nicht angreifen. So, hier. Die Flak füllen wir mal auf. Minus 1, minus 4. Das ist natürlich jetzt blöd, weil der hier im Weg ist. Und den würde ich jetzt eigentlich gerne auffüllen. Das heißt, ich darf ihn nicht bewegen. Warte mal. Greif du mal an.
Kriegen wir ihn raus? Okay, sehr gut. Dann können wir ihn auffrischen. Und dann können wir jetzt hier nochmal gucken. Ja, genau. Unsere Brückenpioniere sind nämlich mittlerweile auch da. Sehr schön. Die Flak bewegt sich mit hier rüber. So, und hier unten haben wir natürlich jetzt ein beschissenes Problem mit dieser blöden 37er. Ich hole mir erstmal dort die Stadt. Soll er sich halt den Flugplatz wiederholen? Seine Flugzeuge sind abgestürzt. Och, und wir haben das Leben viel schwerer gemacht, indem wir die Bunker nicht eingesetzt haben. Meine Herren. So, jetzt können wir ja langsam mal anfangen, ihm die... hab ich jetzt einen Zug zurückgemacht? Ah, ups. Die Flugzeuge wegzunehmen. Und einen Jäger würde ich gerne aufmunitionieren. Und die anderen konzentrieren sich jetzt bitte mal auf ihn. Wir setzen die mal so. Und so. Okay, dann die Flak, Feuer frei. Lassen ihn natürlich auf 1 stehen. Ach du Kacke. Okay. Wir wollen ja jetzt endlich mal diese Einkesselung des Bunkers aufheben. So. Dafür müssen jetzt die Artis weg. Die frischen wir auf. So, die schießt dahin. Und die schießt hier hin. Verdammte Axt, das Ding lebt ja noch. Kann er sie rausnehmen? Nein. So, jetzt sind die hier noch übrig und dann ist die Einkesselung auch endlich aufgehoben. Wobei, ich befürchte fast, wenn die Pioniere hier kommen, dann sieht das wieder anders aus. So. Was machen wir denn hier Schönes? Hier würde ich sagen, bleibt alles beim Alten. Wir können die Brückenpioniere machen wir halt noch ein bisschen Sorgen. Die sind aber hier relativ alleine. Wir könnten jetzt versuchen, einfach mit den Grenadieren mal einen aggressiven Vorstoß zu machen über die Brücke. Hier ist gedeckt, hier kommt er nicht so einfach durch, ne? Also er kann maximal auf das Feld gehen, weil er dann von dem Bunker blockiert wird. Es kann halt einfach nur sein, dass er jetzt hier noch was reinführt. Das wäre dann scheiße. So, hier hat er zweimal Brückenpioniere, die könnten uns hier gefährlich werden. Beziehungsweise, wenn die sich hier hinstellen, könnten sie auch die Arti angreifen. Müssen wir mal gucken, wie er da, was er da macht. Insgesamt aber sieht es ganz gut aus. Und die Mitte hier. Die Mitte wird ganz, ganz spannend werden. Jetzt haben wir zwar natürlich rausgefunden, dass wir die Bunker hier einsetzen können. Ja, wow, nach 8 Runden. Das hätte uns, glaube ich, einiges deutlich einfacher gemacht. Na gut. Okay, dann Rundenwechsel. Wow, er führt. Was soll das? Ah, das ist ein Jäger, okay. Oh oh. Oh, das ist scheiße.
Okay, da geht der Bunker jetzt raus. Jetzt haben wir natürlich auch das Spotting verloren dort. Für die... Er holt sich natürlich den Flugplatz zurück. Okay. Das hier ist natürlich ein richtig beschissener Move jetzt für uns. Weil wir den auch nicht richtig countern können. Weil da auch die Flugzeuge nicht hinkommen. Die Brückenpioniere können wir hier nur auf... Okay. Ich will mal kurz gucken. Kann der Scout auch eventuell... Nee, kann er nicht. Okay. Die hier sind scheiße jetzt. Das ist richtig scheiße. Okay, gut. Das war extrem wichtig, dass wir die dort verhindern. Dass die sich hier natürlich jetzt eingraben, ist genauso scheiße. So, seine Flak. Geht raus. Komm nur her, mein Freund. Komm nur her. Der Scout. Die können sich maximal hier draufstellen. Und hier auch, okay. Das heißt, wir greifen mit ihm auf jeden Fall direkt die Pioniere an. Dass wir die noch weiter dezimieren. Weil das hier können wir verteidigen. Das ist kein Problem. So, hier müssen wir jetzt mal schauen, wie wir weiter agieren. Das ist natürlich alles gerade ein bisschen kacke hier. So, die hat sich jetzt hier, glaube ich, auch schon eingegraben. Ja, das ist natürlich kacke. Wir haben weiterhin das Problem, dass... Die frischen wir jetzt erstmal auf. So, hier können wir... Ja, frisch du dich mal auf. Greif du mal an. So. Jetzt machen wir genau das, wovon wir die ganze Zeit schon gesprochen haben. Wir fallen ihm in den Rücken. So, er hier füllt sich auf. Um die 37er kümmern wir uns irgendwann am Ende. Jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir ihn hier ein bisschen unter Druck setzen. Ja? Also, dass wir ihn hier dezimieren. Das Problem wird sein, wenn der Bunker fällt, dann müssen wir hier uns zurückziehen. Weil das wird jetzt vermutlich in der Runde sogar schon passieren. Denn dann sind die Artis offen für einen Angriff. Das ist jetzt gerade eine ganz gefährliche Runde hier. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das so weit rauszögern wie möglich. Die Frage ist, was wir dafür jetzt gerade angreifen. Das sind Pioniere und Pioniere sind echt gefährlich. Oh nein, die kommen da nicht bis hin. Okay, dann greif du ihn an. Du kannst ihn angreifen. So, den Achterjäger verlegen wir.
Wo ist eigentlich die andere U? Ach, die haben wir dorthin gesetzt, okay. So, die sind noch ein bisschen flexibler hier. Okay, optimal ist aktuell gerade anders. Warte mal, wir haben vergessen, die Art hier einzusetzen hier. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber er hat natürlich ja trotzdem massiven Druck jetzt auf die Mitte hier. Das ist echt gefährlich. Hier drüben sieht es noch ganz gut aus, auch wenn er jetzt hier mit zwei Brückenpionieren kommt. Die hier setzen wir ganz gut unter Druck. Wenn wir die Brückenpioniere hier rausgehen, hat er hier drüben nichts mehr zu lachen. Ja, also dann, auch hier ist im Prinzip das Tricky gerade, dass wir die beiden rauskriegen. Dann konzentriert sich alles nur über diese Brückenübergänge. Und dann ist es definitiv auch einfacher verteidigbar. So. Rundenwechsel, würde ich sagen. Ah, er hat ja noch einen Jäger. Das ist interessant. Pioniere gegen Pioniere. Ja, ja. Okay. Machen wir hier drüben weiter. So, die gehen raus. Damit konzentriert sich alles nur noch auf das Brückenfeld hier. Das ist handelbar. Gut, hier jetzt. Der Bunker kann natürlich mit eingreifen. Die hier füllen sich mal auf. Warte mal. Kann der Bunker auch hier... Nee, kann er nicht. Okay, dann schießt er definitiv auf die. Die füllen sich auf. Wir müssten eigentlich die rauspushen, weil das Problem ist, dass... Hier kommen sie nicht weiter, aber hier können sie jetzt ihre Einheiten rüberschicken. Wartet mal. Oh, das können wir... Halt. Das müssen wir schlauer angehen. Wir müssen die hier... So, dann kann der nämlich den... Okay, sie ziehen sich zurück. Das ist auch ein Vorteil. Ich habe gedacht, wir können sie jetzt mit dem Overrun rausnehmen. Aber so haben wir nur noch hier drüben die wir kontrollieren müssen. Das ist auch in Ordnung. Ich hatte natürlich jetzt gehofft, dass der Panzer den Overrun kriegt und zweimal angreifen kann. Aber das ist auch okay. Jetzt müssen wir halt nur höllisch aufpassen, dass er jetzt hier nicht einen ganz schnellen Move macht und uns hier quasi Einheiten in den Rücken schickt. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall versuchen, wenn er das macht, die Einheiten hier hinten erstmal zu ignorieren, dass wir auf jeden Fall die Brückenpioniere rausnehmen, dass er nicht noch mehr Nachschub auf die andere Seite des Flusses bringen kann. Das ist extrem wichtig jetzt. So, hier greift er über die Brücke an. Das können wir mit ihm machen. Vorteil ist jetzt, dass der Scout die Pack rausnehmen kann und sich dann wieder zurückziehen kann. Wow, er muss... Hä? Habt ihr das gesehen? Er kann
auf dem Hinweg muss er den großen Bogen fahren und auf dem Rückweg nicht? Okay. Muss ich nicht verstehen. So, Flugzeuge. Hier der Jäger. Wäre jetzt unser erstes Ziel. Ne, ist das überhaupt ein Jäger? Ne, das ist kein Jäger. Der Jäger war hier drüben. Da kommen wir gerade nicht ran. Okay. Dann egal. Wir greifen erstmal ihn an. Das ist ja so eine unendliche Geschichte mit diesem Scout. Der bewegt sich nicht, wir bewegen uns nicht. Er wird immer wieder aufgefüllt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier eventuell Ziele rausnehmen können. In Form der Infanterie. Da wäre natürlich die hier das erste Ziel dafür. Okay, hier haben wir noch den Jäger. Machen wir erstmal die Jäger. Das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen überschaubarer. So. Und... so. Okay, da ist der... Also das ist kein Jäger aus dem Bomber gewesen, Entschuldigung. Die Brückenpioniere. Da können wir ihn hier einsetzen. Oh, noch eine minus 2. Haben die sich eingegraben oder was? Wir kriegen die Pack dort nicht raus. Das ist natürlich scheiße. Wir verlegen das Flugzeug mal. Die U macht ihren letzten Angriff. Von dort. Ja, auf die hier. Machen wir jetzt auf der breiten Front einfach. Die können raus. Okay, einer weniger auf unserer Liste. So, minus 1, minus 3, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2. Dann nehmen wir die hier. Damit haben wir auch endlich die Einkesselung des Bunkers aufgehoben. Was? Der ist immer noch... Wieso? Da grenzt keine Einheit mehr ran. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber gut, so ist es halt. Kurzer Cut hier mag jetzt gewesen. Ich musste mal kurz vom Rechner weg. Okay, machen wir weiter. Hier drüben haben wir alles gemacht. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier unten mal gucken, wie wir unsere Einheiten bewegen. Und den Kollegen hier, den haben wir ja auch aufgefüllt. Greifen wir halt wieder diese blöde 37er an. Zieht sich wieder zurück. Die wird sich jetzt vermutlich auch wieder auffrischen. Das ist extrem nervig. So, wie weit kommen wir mit unseren Panzern hier unten? Das ist ein ziemlich geiler Move. Der gefällt mir. So, die ATA. Die Flak auch noch. Ich hoffe jetzt natürlich nur, dass er... dass er jetzt hier nicht noch irgendwas stehen hat, was er uns jetzt hier in die Flanke schicken kann. Aber insgesamt finde ich den Move schon lange geplant. Ziemlich geil. Nichtsdestotrotz können wir jetzt hier aber auch nichts weiter machen. Doch. Und ich habe natürlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe hier die Artillerie überhaupt nicht eingesetzt. Das ist natürlich ziemlich bescheuert. Gut, dann... greifen wir die Brückenpioniere damit an. Einfach, um ihn dort weiter zu dezimieren. Na, wir müssen halt... Wie gesagt, wenn die Brückenpioniere weg sind, dann wird einiges einfacher, weil dann konzentriert sich nämlich alles auf die Brückenübergänge.
Und das haben wir hier, sind wir auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg dahin. Das soll es aber für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer. Das sind Parsival, Kötö, Xynam, Irondahl und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.